Kann eine Reha-Maßnahme wegen einer chronischen Fatigue eine Körperverletzung darstellen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. In unserer Kanzlei wird schwerpunktmäßig auch das Thema Erwerbsminderungsrente bearbeitet, begleitet, beraten. Wir haben ganz, ganz viele Mandanten, viele Kunden, die zu diesem Thema Fragen haben. Und bei uns kocht immer mehr das Thema chronische Fatigue, CFS, hoch, insbesondere auch im Zusammenhang mit Long-Covid. Wir haben eine ganz interessante Anfrage da reinbekommen zum Thema und da hat eine Kundin, die seit vielen, vielen Jahren unter chronischer Erschöpfung leidet, jetzt seit längerer Zeit eine Diagnose erhalten, CFS. Und dann noch verschiedene Begleiterkrankungen, unter anderem auch seelische Erkrankungen, Depressionen und so weiter. Und hat einen EM-Rentenantrag gestellt. Und im Zusammenhang mit diesem EM-Rentenantrag hat die deutsche Rentenversicherung einfach eine Reha-Maßnahme angeordnet. Und zwar nach dem Grundsatz Reha vor Rente. Meine Damen und Herren, wir haben es hier mit der Leiterkrankung CFS zu tun. CFS ist ein chronisches Erschöpfungssyndrom. Und das kann in vielerlei Ausprägung den Menschen ganz, 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 ganz böse treffen. Also es gibt viele Fälle, wo Leute, Versicherte, aus dem Arbeitsleben ultimativ herausgerissen werden und die nicht mehr arbeiten können. Die einfach bei kleinsten Bewegungen, bei kleinsten Anstrengungen schon völlig erschöpft sind. Ursache für diese Art der Erkrankung, die eine multikomplexe Erkrankung ist, können zum Beispiel Infektionen sein, ja, oder andere Dinge. Und es ist wissenschaftlich erwiesen, dass die CFS eine neurologische Erkrankung ist. Also eine multikomplexe Erkrankung, aber der Hauptkern eine neurologische Erkrankung ist. Und viele Menschen leiden, wie ich schon eingangs gesagt habe, unter Erschöpfungssyndrom, unter ganz schweren Schmerzen. Das heißt also, die haben zum Beispiel dann auch Kontaktschmerz. Ja, bei kleinsten Bewegungen können bei denen Schmerzen auftreten, als wenn die 50.000 Volt durch den Körper durchgejagt bekommen. Lichtschmerz, die müssen also zum Teil auch im Dunkeln leben und so weiter. Also es ist eine ganz fürchterliche Geschichte. Und diese Leute erfahren völliges Unverständnis, auch auf Arbeit. Die sagen, komm, leg dich doch hin und dann wirst du nach 5 Minuten wieder fit. Alles Blödsinn, das funktioniert alles nicht. CFS können sie aktuell diagnostizieren, aber es gibt zurzeit kaum gute Heilungsmöglichkeiten. Es gibt auch zurzeit keine Medikamente so wirklich. Aber die Forschung ist dran, die versuchen da also irgendwas auch herauszufinden, wie man dort eventuell medikamentös begleitend hier arbeiten kann. Viele der Betroffenen leiden natürlich auch unter diesen Zuständen, dann auch seelisch natürlich, klar, an Depressionen bis hin zu Suizidgedanken. Das ist auch eine ganz schlimme Geschichte. Und in Deutschland, es wird so geschätzt, haben wir zwischen 70.000 bis 400.000 Menschen, die an CFS leiden. Es wird von der Gesundheitspolitik gar nicht zur Kenntnis genommen, aktuell noch gar nicht. So. Und jetzt macht die deutsche Rentenversicherung etwas ganz Geniales. Die sagt ganz einfach, okay, du hast einen Rentenantrag gestellt, du hast aber vorher noch keine Reha gemacht, also schicken wir dich mal an die Reha. Bei CFS, Leiterkrankung, die auch tatsächlich diagnostiziert worden ist. Und jetzt werden die Leute in eine Reha-Einrichtung gesteckt. Und das ist eigentlich die absolute Katastrophe und ist ein völlig falscher Ansatz. Wer an CFS leidet, kann keine aktivierenden Reha-Maßnahmen durchführen. Das ist schlichtweg nicht möglich. Das werden Ihnen spezialisierte Ärzte auch bestätigen, dass das einfach nicht möglich ist. Wer in einer schweren Ausprägung CFS hat, ist nicht mehr Reha-fähig. Der kann da gar nicht hingehen, weil nämlich jede Aktivierung, also praktisch alles, was der dort tut, wenn es nur kleinste körperliche Bewegungen sind, führen ihn sofort in den Erschöpfungszustand. Also ich kenne persönlich Leute, die machen irgendwas, eine halbe Stunde ein Gespräch, dann müssen die 12 Stunden schlafen. Meine Damen und Herren, das ist de facto nicht möglich. Und deshalb sage ich so ganz überspitzt, liebe Rentenversicherung, ihr müsst da höllisch aufpassen. Ihr könnt nicht einfach aus der CFS
die eine neurologische Leiterkrankung ist, eine seelische Erkrankung machen. Bei seelischen Erkrankungen kann Sport und körperliche Bewegung sicherlich gut tun, aber bei CFS ist das völlig daneben. Deshalb können wir nur sagen, wer als CFS-Erkrankter einen Reha-Bescheid bekommt, sollte handeln und sollte sich mit seinem Arzt besprechen und sollte dagegen vorgehen, denn das kann nach hinten losgehen und kann auch die CFS selber dann auch noch verstärken und verschlimmern. Und wenn die Rentenversicherung aber darauf besteht, dass man das dann machen sollte oder muss, dann würde ich auch schon mit schweren Geschützen kommen und würde dann als Anwalt hier auch drohen und sagen, Leute, ihr begebt euch mit sehenden Auges hier in eine strafbare, möglicherweise sogar strafbare Handlung gegenüber euren Versicherten, denn ihr könnt CFS-Erkrankte nicht in eine Reha-Maßnahme stecken. Meine Damen und Herren, das Thema CFS ist ein ganz, ganz spannendes Thema und ich habe in meiner Kanzlei einen wirklich wunderbaren Menschen, der bei uns hier arbeitet, der Herr Frank Weise, Rentenberater, gerichtlich zugelassener Rentenberater, hat sich spezialisiert auf Erwerbsminderungsrente, auf CFS, auf psychische Erkrankungen, auf Krebserkrankungen und so weiter im Zusammenhang mit der Erwerbsfähigkeit oder der Erwerbsminderung. Und der wird in Kürze ein sehr, sehr umfangreiches Video zum Thema CFS und zum Thema psychische Erkrankung, Erwerbsminderung drehen. Ich freue mich schon drauf. Seien Sie bitte gespannt. Wir werden uns demnächst zu diesem Thema nochmal hören. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.